Lieben, da wir uns heute hier leider nicht live im Jugendhaus treffen können zum Mädchentag, dachte ich, lade ich euch ein schnelles Quarköl-Gebäckteig-Rezept hoch. Das eignet sich super, um Kleinigkeiten zu verschenken oder eben auch zum Selbstverzehren an Ostern zuzubereiten. Es hält sich auch super gut in der verschlossenen Dose, dann bleiben die schön weich und fluffig. Genau, und jetzt kommt das Rezept. Also wir brauchen 200 Gramm Quark, 400 Gramm Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkel und Dinkelvollkornmehl gemischt. Ihr könnt aber auch natürlich normales Weizenmehl nehmen oder je nachdem, was ihr gerne hättet. Dann braucht ihr eine Packung Backpulver, also 20 Gramm Backpulver. Das nehme ich gern dieses Backstein-Backpulver, wenn ich mich nicht irre. Also dieses glutenfrei, weil es sind tatsächlich nur 20 Gramm drin sind. Ein Päckchen Vanillezucker, könnt ihr aber auch gerne ein Päckchen Zitronenzucker nehmen, wenn ihr es gerne mit einer zitronigen Note hättet. Dann brauchen wir 50 Gramm Milch, das sind etwa 50 Milliliter, ein bisschen mehr, wie ihr hier seht. Wir brauchen 100 Gramm Pflanzenöl, geschmacksneutral, also kein Olivenöl, sondern normales Sonnenblumenöl, was sonst zu stark danach schmecken würde. Genau 100 Gramm wieder, das heißt ein bisschen mehr wie 100 Milliliter. Aber ihr könnt auch die Flüssigkeiten super auf einer Waage ablegen. Dann brauchen wir 70 Gramm Zucker. Ich habe jetzt hier braunen Zucker genommen, damit es ein bisschen gesünder wird. Eine Prise Salz, 400 Gramm Mehl, habe ich glaube ich schon gesagt. Und genau, ein Handrührgerät, um alles zu verrühren. Dann brauchen wir noch einmal die Knethaken, um das später zu einem festen Teig zu verkneten. Ihr könnt es natürlich auch gerne alles gleich von Hand machen. Dann brauchen wir ein Nudelholz, um das später auszurollen. Und ein paar Ausstechförmchen. Je nachdem, was ihr gerne machen würdet. Ich habe jetzt ein paar Frühlingssachen rausgesucht, wie jetzt ein Schmetterling, ein Schaf, ein kleines Küken. Super wäre natürlich auch ein Hase, wenn ihr das an Ostern verschenken wollt. Wir hatten da aber leider keinen da. Genau. Im ersten Schritt verrühren wir alle flüssigen Zutaten in der Schüssel. Genau. Und das eine Ei habe ich vergessen, das sehe ich gerade nochmal da. Genau, ein Ei brauchen wir auch. Genau, also alle flüssigen Zutaten in der Rührschüssel schnell verrühren. So, wie ihr seht, sind jetzt die ganzen flüssigen Zutaten drin. Das heißt Quark, Milch, Ei, Öl und Zucker habe ich auch schon reingemacht. Wichtig wäre eben, dass das Mehl erst am Ende reinkommt, damit der Teig sich schön verteilen kann, beziehungsweise der Quark dann nicht mehr klumpt. Genau, wir rühren einfach alles mit einem Handrührgerät schnell um. So, wenn ihr alles zu einer homogenen Masse verrührt habt, sieht es so ähnlich aus. Wenn ihr jetzt weißen Zucker nehmt, ist es bei euch natürlich nicht so karamellig, sondern einfach ein heller weißer Teig. Danach habe ich jetzt das Backpulver, was ich hier noch ein bisschen heller kennen könnt, mit dem Mehl vermischt. Und jetzt kommt einfach alles in die Schüssel rein. Genau, ihr könnt zwischendurch, also wenn ihr es nicht könnt, könnt ihr natürlich immer zwischendurch den Mixer schon laufen lassen. Ich mache das jetzt ein bisschen mit einer Hand. Genau, also dann kommt, wenn ihr es verrührt habt, könnt ihr auch gleich alles reinmachen, aber wir machen weiter mit den Knethacken des Rührers, also des Mixers. Das heißt, wir setzen es wieder rein und dann einfach alles schön vorsichtig miteinander verrühren. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit zugucken, deswegen mache ich mal kurz eine Pause. So, wenn ihr den Teig mit dem Handrührgerät und den Knethaken durchgerührt habt, dann habt ihr so einen guten, dickflüssigen Teig. Den legen wir jetzt weiter auf die nächste Arbeitsfläche und rollen ihn einfach aus. So, auf der Arbeitsfläche platziert habe ich den jetzt noch mal ein bisschen mit Mehl durchgeknetet, dass er nicht mehr so klebrig ist und in den Händen kleben bleibt. Daran habe ich ihn in drei Teile aufgeteilt. Da kommen zwei einfach wieder in die Schüssel zurück und warten da auf ihren Einsatz. Und den einen, den rollen wir jetzt aus und stechen schon mit der ersten Form aus. Beim Ausrollen müsst ihr darauf achten, dass der Teig nicht zu dünn wird. Also ich finde 1 cm oder dicker ist sogar optimal, weil je dicker der Teig ist, dann braucht ihr zwar ein bisschen länger zum Durchbacken, hält aber auf jeden Fall länger frisch und bleibt schön fluffig weich. Dann nehmt ihr eure Ausstechform, platziert sie, drückt es einmal runter und nehmt euer Schäfchen oder euer Häschen und platziert es mit den anderen
auf ein Blech mit Backpapier. Genau, das machen wir jetzt mit dem kompletten Teig. So, die fertig ausgestochenen Schäfchen, noch die anderen Figürchen kommen dann etwa 15-20 Minuten bei 180 Grad Umluft im Backofen. Wenn ihr mehrere Figuren habt, einfach auf jeden Fall Umluft anmachen, ansonsten könnt ihr das auch gerne mit Ober- und Unterhitze backen. Und einfach darauf achten, bis die leicht braun knusprig aussehen. Für die, die es ein bisschen weicher haben möchten oder auch ein bisschen mehr Kalorien verarbeiten möchten, könntet ihr jetzt die ausgestochenen Figuren mit etwas flüssiger Butter bestreichen, und zwar vor dem Backen und dann direkt, wenn sie warm sind, nach dem Backen auch. Und einfach mal in Puderzucker bzw. normalen Zucker wälzen. Dann haben wir noch eine kleine Zuckerschicht. So, nun kommen noch die Schmetterlinge in den Backofen. Und wenn wir unten das Blech rausziehen, dann seht ihr, wie schön die Schäfchen schon hochgegangen sind. Ich würde sie jetzt aber noch ein bisschen drin lassen, damit sie so leicht braun oben sind. Dann sind sie auf jeden Fall durch. So sehen dann die fertigen Ölquarkhäschen bzw. Schäfchen und Schmetterlinge aus. Die sind relativ dick und fluffig, wie ihr seht. So. Ich zeige euch das mal von denen. Also die sind tatsächlich sehr weich und fluffig, und ich habe euch, wie ich das eben erzählt habe, auch ein paar vorbereitet mit vor dem Backen ein bisschen Butter und nach dem Backen auch mit Butter, also mit flüssiger Butter bestreichen und dann eben Zucker drauf. Ich habe jetzt die Schäfchen genommen, damit es so ein bisschen ja, eben tatsächlich wie Schäfchen aussieht, und die haben jetzt ein bisschen mehr Kalorien und sind ein bisschen süßer. Da könnt ihr entscheiden, was euch lieber ist. Genau, ganz viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.